Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video gibt es mal wieder ein Unboxing und zwar zu dem Film Pitch Black mit Vin Diesel. Das habe ich euch ja schon im Blu-ray-Neuerscheinungsvideo der Kalenderwoche 16 vorgestellt. Das werde ich euch nochmal unten verlinken, denn da kamen ein paar richtig coole Sachen raus. Und ja, auf den Bildern sah das gar nicht so spektakulär aus. Aber dann bin ich im Saturn dran vorbeigelaufen, habe gesehen, das ist auch noch geprägt. Den Film hatte ich noch nicht in der Sammlung oder nur auf DVD in der Sammlung. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber nicht auf Blu-ray. Und deswegen dachte ich, mir den nimmst du dann mal mit. So, und dann werden wir dieses schöne Steelbook mal von seiner Folie befreien und gucken. Okay, matt gehalten. Gut. Also nicht so Fingerabdruck empfindlich wie die anderen Steelbooks. So, und dann stellen wir das Ganze natürlich auch hier drüben vor. Sehr dunkel gehalten. Ja. Matt gehalten. Wir haben hier eine J-Card wieder mit Klebe Sachen angebracht. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Und dann haben wir hier hinten die J-Card, also die Inhaltsangabe. Und ich halte euch das Ganze wie immer natürlich etwas höher. Könnt ihr euch das durchlesen? Set-Fotos, Bonusmaterial hier und hier. Die technischen Spezifikationen der Blu-ray sowie der ERN-Barcode. So, jetzt legen wir wieder los. So, hier wieder ganz vorsichtig rein. Also, ich weiß nicht, muss ja nicht sein, aber gut, die Dinger sind mir eigentlich noch lieber, sind das kleinere Übel als die Klebepopel, und diesmal werde ich mich nicht spoilern lassen von der Rückseite. So, jetzt bin ich mal dann gespannt. Oh, auch wieder eine schöne Prägung hier. Super gut, super gut. Auch ohne Titelschriftzug drauf. Ohne Delle, das ist auch schon mal gut. So, dann haben wir hier das Steelbook. Ist sehr dunkel gehalten. Hier nur die Schatten sind hier leicht farblich erhellt. Aber wenn ich es euch dann zeige, mega cool hier. Die Prägung auch wieder sitzt perfekt. Schaut cool aus. Also ja, gerne. Macht es gerne. Ihr habt einen Fan davon. Hier Titel auch auf dem Spine mit drauf. Ja, Pitch Black. Voll cool. Und dann schauen wir die Rückseite an. Okay, die Rückseite ist recht unspektakulär. Muss man dann auch so sagen. Jetzt habe ich mir einmal nicht spoilern lassen. So, jetzt haben wir hier nur die Brille und hier unten die Credits drauf. Okay, warte, Vollständigkeit halber machen wir das Ganze mal auf. Jo. So, die Gesamtansicht. Dann kommen wir zum Innendruck. Die Disc, so schaut die Disc aus und der Innendruck ist dann schwarz-weiß gehalten. Ich habe das Ganze vielleicht noch einen Tick höher, dann könnt ihr das sehen. Perfekto! Jo, meine lieben Filmfreunde, das war dann das Unboxing zum neuen Steelbook zu Pitch Black. Schreibt mir bitte eure Meinung zum Steelbook und zum Film natürlich unten in die Videobeschreibung und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das war's. Bis dahin, danke und Servus.